Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Herzlich willkommen zum offiziellen Unboxing-Video der allerersten Junkfood-Guru-Box bei World of Swiss. Und erstmal vielen lieben Dank an euch da draußen für das tolle Feedback, was ich zu der Box bereits von euch bekommen habe. Und es ist echt schön zu lesen, wenn es euch genauso viel Freude gemacht hat, weil es steckt wirklich sehr, sehr viel Liebe drin. Da steckt Liebe drin vom Junkfood Guru und auch von World of Sweets, die sich wirklich so viel Mühe auch hier mit dem Design und mit der Verpackung gegeben haben. Die finde ich wirklich mega genial. Denn diese Box könnt ihr ja wiederverwerten. Das habe ich euch schon gesagt im ersten Box-Video, dass es so eine Art Schatzkiste ist für Süßigkeiten. Und was in dieser Schatzkiste alles drin ist, denn ich habe jedes Produkt wirklich persönlich ausgesucht und hinter jedem Produkt steckt auch eine kleine Geschichte und auch ein Gedanke, dass erzähle ich euch jetzt in diesem Unboxing-Video, ihr Lieben. Jetzt wollen wir mal schauen. Was ich super cool fand in dieser Box, ist, dass sie so aufgemacht ist wie ein Geschenk. Und es ist ja auch ein Geschenk für euch. Ein Geschenk, das man sich selber schenkt. Deswegen nochmal so ein bisschen Geschenkpapier oben drüber. Dann haben wir eine kleine Karte beigelegt, die ich auch persönlich unterschrieben habe. Und da kann ich jetzt ein kleines Geheimnis lüften von dieser Karte. Es gibt drei verschiedene Symbole. Es gibt eine Sonne, es gibt ein Herz und es gibt ein Smiley. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, Daniel, deine Handschrift ist so beschissen. Ich habe mich so geschämt für meine schreckliche Handschrift. Deswegen musste ich dir noch irgendwas draufmalen. Smiley, ein Herz und eine Sonne. Das war einfach so guter Wille. Und es sind 500 Karten. Und es hat auch wirklich so ein bisschen gedauert. Deswegen, die Box war ja auf 500 limitiert und deswegen auch 500 Karten und das hat ein paar Stunden Arbeit gekostet, aber es hat auch Spaß gemacht, weil es schön ist, wenn man weiß, für wen man es macht. Das hat mich total gefreut. Und wenn ihr die Box bekommen habt, dann habt ihr die so in Empfang genommen mit diesem schönen Papier. Und jetzt öffne ich das mal. Wie ihr seht, habe ich das auch noch nie geöffnet hier. Ich habe ja eine jungfräuliche Box, die einzige, womöglich noch. Und reiß die jetzt mal auf. Und da sehen wir schon direkt ein erstes Produkt, was ganz groß ist und euch anspringt. Und das sind die Oreo Minis White. Die habe ich hier auch schon mal vorgestellt auf dem Kanal und die finde ich einfach super geil. Deswegen musste ich die unbedingt in die Box packen, auch weil man die nicht überall bekommt. Das war auch immer so ein Gedanke von mir. Produkte, die man nicht bei jedem Einkauf irgendwie bekommt, die neu sind oder irgendwie besonders sind, die wollte ich euch in die Box packen. Und dann geht es direkt weiter, apropos neu und besonders. Twix Salted Caramel ist auch in dieser Box. Das ist ja neu und wenn ihr das noch nicht probiert habt, dann konntet ihr das zum ersten Mal jetzt dank der Box machen. Das hat mich auch total gefreut, dass wir das da reinpacken konnten. Und noch ein neues Produkt, was es auch nicht überall gibt. Es ist halt wirklich mit vielen neuen Süßigkeiten. Das Kit Kat Gold. Finde ich super cool, weil es ja auch so eine leichte Kaffeenote hat. Es ist so karamellig angehaucht, aber es schmeckt irgendwie nach Kaffee und das finde ich ziemlich geil. Und weiter geht's jetzt mit einem ganz besonderen Produkt, wo ich nochmal vielen lieben Dank auch mal an Pringles sagen muss. Ja, wie cool seid ihr eigentlich da bei Pringles, dass wir hier so eine Dose mit euch zusammen machen konnten mit dem Junkfood Guru Logo. Echt limitierte Auflage, 500 mal Junkfood Guru Hot and Spicy. Und wenn die Chips leer sind, dann könnt ihr euch da so einen Stiftehalter draus machen. Einfach Stifte reinstellen. Das war so ein cooler Tipp von Alex, den hatte ich gelesen unter dem Video. Dachte ich, gebe ich mal direkt mit weiter. Auf keinen Fall die Dose wegwerfen. Oder viel zu schade, finde ich auch. Und weiter geht's mit einer echten Besonderheit. Und zwar in dieser Box ist ein Produkt. Das sind die Koalalas. Das Praktische fand ich bei World of Sweets, dass man sich so eine eigenen Süßigkeiten-Tüten basteln kann. Und die Koalalas, also von Haribo, die Koalas mit Cola-Geschmack, die gibt es halt nur in einer 500-Gramm-Box. Und deswegen dachte ich mir für euch zum Probieren, der Haribo-Neuigkeit, die man sonst nur in einer großen Packung bekommt, packen wir hier mal in einer kleinen, handgepackten Tüte dabei. Das war mir auch ganz wichtig, weil es ist auch so eine schöne Erfahrung. Und die sind lecker, oder? Wie findet ihr die? Schreibt mal in die Kommentare. Die Koalalas sind echt cool. Und dann habe ich so einen Klassiker für mich entdeckt vor kurzem, wiederentdeckt. Und das fand ich so cool, weil World of Sweets hat ein großes Sortiment, da gibt es wirklich alles. Und deswegen war es auch für mich so cool, mit denen eine Box zu machen, weil ich wusste, ich kann viele Sachen reinpacken oder ich kann alles reinpacken, was ich liebe. Und dazu gehört auch dieser Space Keks, den ich noch aus meiner Schulzeit kenne, den ich hier neulich getestet habe, dachte ich mir, geil. Wie cool ist es denn, dass ich diesen Klassiker in die Box packen konnte? Und schreibt mal, wie euch dieser Keks geschmeckt hat und ob ihr den vorher schon kanntet. Das würde mich auch mal interessieren. Dieser Keks, es hat mir sehr viel Freude bereitet, dass ich euch den auch in die Box packen konnte. Und weiter geht's mit einem weiteren Produkt, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Und das ist, wow, ja,
Das ist die Rittersport Maraba Joghurt Honig Nuss. Die Rittersport Olympia. Nicht 1:1, aber sie schmeckt fast wie die Rittersport Olympia. Und deswegen musste ich euch die neue Rittersport Sorte da auch noch reinpacken. Es gibt ja diese Fernweh Collection, 3 verschiedene Sorten, die ich hier auch schon getestet habe. Gibt es mit Mango, dann gibt es noch eine mit Kokoswaffel, aber ich finde, das ist die beste Sorte. Das ist Maraba, das schmeckt wie Joghurt Olympia und das ist irgendwie geil. Die finde ich richtig, richtig super. Und ein echter Klassiker, ihr Lieben. Das sind nämlich die Haloren Cookie Dough Kekspralinen. Und die wollte ich euch unbedingt mal auch näher bringen, gemeinsam mit euch hier probieren, weil die sind cool, die schmecken nach Keksteig und ich, wisst ihr, was ich cool finde? Mir war es auch wichtig, so ein Traditionsunternehmen, ja, ein deutsches Traditionsunternehmen zu supporten, die ein geiles Produkt gemacht haben. Deswegen dachte ich, ich muss euch diese Keksteig-Pralinen reinpacken, weil sie schmecken, weil die Marke cool ist und ja, und weil es neu ist und weil es man mal probiert haben muss. Ich hoffe, euch haben die geschmeckt, ihr Lieben. Dann geht's weiter mit, oh ja, finde ich echt cool, wird so häufig unterschätzt, aber ich mag total Snickers Crisp. Das gibt es schon so ein bisschen länger, aber ich finde es total geil, weil es 2 Portionen hat. Das kann man sich so richtig schön einteilen. Das ist irgendwie ein geiler Snack, finde ich. 97 Kalorien pro Portion. Und ich mag's. Ein cooles Comeback, Snickers Crisp, auf dass es noch lange bei uns bleibt. Und die finde ich auch super lecker. Die gab es, gibt es in verschiedenen Sorten. Jeder hat eine andere Sorte von euch bekommen. Könnt ihr mal reinschreiben, welche Sorte ihr bekommen habt. Die Fritt Smoothie Style finde ich wirklich geil. Also die finde ich wirklich sensationell. Ich weiß nicht, ich reiße das jetzt einfach mal auf. Weil die finde ich einfach, die schmecken so herrlich fruchtig. Und boah, ich hoffe, euch ging es genauso. Ich liebe diese Dinger. Ich bin ja schon damals ausgeflippt bei der Vorstellung, als ich sie zum ersten Mal auf dem Kanal präsentiert habe. Und jetzt, oh, Mango, Kokos, Maracuja. Ich weiß nicht, wie ich auf Mango komme, aber es schmeckt sensationell geil. Auch die anderen Sorten, Himbeer und Co. Boah, feiere ich total ab. Mmh, yummy. Und jetzt nochmal was richtig Spezielles hier. Ein echtes Highlight, ganz zum Schluss. M&M's aus den USA mit Peanut Butter und mein geheimer Favorit, Pretzel. Ich finde Pretzel so cool. Schreibt mal in die Kommentare, welche M&M-Sorte ihr cooler findet, welche euch besser geschmeckt hat. Brezel oder Peanut Butter. Ja, ich muss sagen, Peanut Butter ist schon geil, oder? Es ist wirklich geil. Aber Brezel ist auch nicht schlecht, finde ich, diese Brezel-Sorte. Macht beide Spaß. Und das war meine allererste Box zusammen mit World of Sweets. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie euch die Box gefallen hat, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss.